Servus Fußballfreunde und vor allem Freunde der gelungenen Ballkontrollen und der geringen Wahrscheinlichkeiten. Wir reagieren heute auf das Video Controls Only Had 1% Success Chance. Ja, danke, dass YouTube mir das so super übersetzt. Also Ballkontrollen, wo man eigentlich nur eine 1% Chance hat, dass die überhaupt gelingen. Und ich hätte gesagt... Okay, let's go. Ach übrigens, wenn ihr alt genug seid und einen stabilen Gaming-Booster sucht, checkt doch meinen Partner Holy aus. Link ist unten in der Beschreibung. Oh, fängt schon mal herrlich an. Ist das Lacazette? Ja. So. Und den Ball dann auch noch voll reingeballert. Ja. Den kann man noch so angeln. Oh ja. Nochmal. Nee, sicher nicht. Nochmal. Das war ein Fallrückzieher runtergestoppt. What the fuck? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ist das Aubry? Oh, herrlich gemacht. Also, das war Hobbs Nehmung sein Vater. Oi, oi, tak, tak, tak. Zweimal. Oh. Aha, entfallen. Auch nicht schlecht. Ja, Alter. Quaresma. Wenn dir das Zocken einfach Spaß macht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht mal einen Ball über einen Meter stoppen. Also, das ist... Ja. Das ist ein anderes Thema. Ah, dieses Tor von Benzema, also, ah, das war so Zucker. Oh. Sieht dann, oder? Ich bin bei jedem Mal, jedes Mal denke ich mir, Alter. Alter, ist das trocken. Drogba. Dass der so einen First Touch hat, wusste ich gar nicht mehr. Hatte ich nicht so am Schirm. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, wenn jemand so den Ball annimmt. Und mich überrascht es auch jedes Mal wieder. Das ist ja Wahnsinn. Ah, oh, das ist bitter, wenn du den dann nicht machst. Und. Lupft. Was eine geile Bude. Oi, für Haaland aufgelegt, noch bei Salzburg. Aha. Ist natürlich noch viel schöner, wenn ein Tor rauskommt oder wenn du irgendwie, ja, wenn es auch noch was bringt, sag ich mal. Nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch irgendwie einen Nutzen hat. Ja, Joe Hart, auch der kann Fußball spielen. Ich glaube, der lässt mal, stoppt den sich runter und steht allein vor dem Tor. Ja. Einer muss noch kommen. Dennis Bergkamp, das muss noch kommen. Benzema. Oh, das Beste aus der Situation gemacht und ganz ehrlich, klar will er den vielleicht nicht direkt so kontrollieren, aber... Er hat gemerkt, ja, das geht nicht anders. Und dann ist es schon irgendwie gewollt. Und das finde ich, glaube ich, das ist das, wo ich mir denke, alter Schwede. Wild. Oh.
Es reicht doch allein schon der Lupfer, aber den Gegner dann noch so verarschen vorher. Das muss doch nicht sein, das ist doch verboten. War das jetzt? What the fuck? Aha. Auch interessant. Pogba bei Juve, ja? Bin gespannt, wo der diesen Sommer hinwechselt. Aha. What? Geile Idee eigentlich. Er hat den Ball nicht auf der Hand und warum soll es verboten sein, den mit dem Shirt aufzufangen? Das wäre mal geil. Wenn wir das öfter sehen würden, das wäre... Ach, doppelt hops genommen. Angeschossen, weiterlaufen. Brand. Ja, und bau den auch noch ein. Das ist das Wichtigste. Traumtor. Boah, jei. Der ist ja gar nicht versprungen. Nochmal. Das habe ich nicht. Ich dachte, das ist. Oh, ja. Das ist ja so ein Soft Touch. Also. Gut, Ronaldinho, da erwartet man einen wunderbaren ersten Touch, aber. Sieht doch auf jeden Fall alles hier Baller. Ja, im eigenen Strafraum, als ob. Also im gegnerischen Strafraum, aber im Strafraum auf der Fünferlinie, als ob er sich den Ball zwei, dreimal so mitnimmt und dann per Seitfalls hier abzieht. Ja, naja, hier oben, Digga. Runtergestoppt, Beckham, zack, und durch die Hosenträger. Perfekt. Fußball in Perfektion. Oh. Der Ball kommt da wirklich 40, 50 Meter angeflogen. Wow, was? Oh, warum? Sah geil aus, aber warum? Geile Aktion. Ob da so viele Tore dabei sind, wo er sich einfach den Ball runterfängt, einmal Volley wieder auftippt und dann einfach abschließt. Das ist doch Wahnsinn. Warum sehe ich solche Tore? Gut, warum? Wahrscheinlich, weil ich die Schalke-Spiele gucke. Aber... Das ist so geil, wenn der Ball nicht mal... Wenn der Ball einfach von vollem Momentum auf null Bewegung runterfällt, das ist richtig geil. Sieht gut aus. Oh, da noch den Ball durch die Hosenträger bekommen. Das ist Höchststrafe. Das wäre so eine Klasse. Oh ja, super. Schalke ist in dem Video drin. Aber natürlich nicht als Positivbeispiel. Eric Cantona. Das war aber nicht gewollt von Bellerin. Er hat einfach nur neben dem Ball. Wo spielt Bellerin eigentlich gerade? Das war eigentlich nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Ist der nicht verletzt? Ich wollte gerade sagen, aber als ob er den jetzt reinbaut. Nee, oder? Aus der Position. Als ob er den reinmacht. Oh, doppelt verarscht. Doppelt verarscht, Tor gemacht. Ehre genommen. Ja, Ronaldo muss aufpassen, dass er nicht 8 Meter Luftstand hat. Das ist das einzige Risiko. Icardi. Oh,
Im Ausrutsch. Klar, Corinthians, also in Brasilien, musst du das fast machen. Wird dort sicher gelernt und vielleicht gibt es dort sogar Punkte dafür. Ich würde nicht mal den Fuß so hoch bekommen, ohne dass ich mir, glaube ich, alles in meinen Beinen, jedes Band reiße. Oberfemi Martins, FIFA-Legende, ultraschnell. Ja, ultraschnell. ohne Zlatan geht so ein Video natürlich nicht. König der Kung-Fu-Kicks. Wer war das? War das Wilfried Zaha? Ich kann es nicht erkennen. Busquets mal aussteigen lassen. Busquets wie den Kreisligaspieler aussehen lassen. Dann musst du auch... dann musst du einiges richtig machen dafür. Ui. Schick. Schick, schick. Das ist perfekt. Torwart, weiter Abschlag. Du stoppst ihn runter. Ein Touch. Tor. 8 Sekunden oder 5 Sekunden lang und Ball ist im Tor. Perfekt. Das wäre Fußball aus dem Lehrbuch. Ja, mit dem First Touch und dann auch noch den Lupfer reinmachen, das ist auch aus dem Lehrbuch. Hat's nur doi. Ja, war aber, glaube ich, sein gefühlt einziges Karrieretor. Also so viele hat er jetzt nicht gemacht. Auch interessant. Aha. Oh, richtig, richtig eklig aussteigen lassen. Man sieht die klassischen Skiller. Oh, Kyle Walker. Auch mit 4 Meter Luftstand. So geil, wenn du den Ball Volley reinbekommst, eine Drehung machst und den Gegner einfach komplett vernascht und das Tor machst. Geil. Hier, nur schade, dass Pogba das Tor da nicht gemacht hat, aber genau das meine ich. Das ist richtig gut. Also, ganz ehrlich, 1% Success Chance, also mir kannst du den Ball, glaube ich, 4 Millionen Mal hinspielen und ich werde den nicht einmal irgendwie runterstoppen. Aber gut, ich bin ja auch kein Fußballprofi. Aber auf jeden Fall richtig geiles Video. Gefällt mir immer wieder sowas anzusehen und ich hoffe euch auch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr guckt jetzt gern noch ein anderes Video oder keine Ahnung, macht euch einen schönen Tag. Daumen nach oben nicht vergessen. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und bis bald, Ronaldo.